Dritten Weg. Wie viele Tote da bewahrt worden sind. Bereit fürs Begräbnis. Das wird man nicht mehr feststellen können. Eisig kalt geht's draußen. Der Hauch des Todes. Unwiederbringlich. Da zwei Porträts von Begrabenen. Wahnsinn, was da für Geschichte ist. Für Friedhofsgeschichte, für Bestattungsgeschichte. Da am alten Bistinger Friedhof. Hätte nie geglaubt, dass sowas noch existiert. Ruhe sanft. Ein mächtiger Grabstein mit einem Kinderporträt. Pauline, das Foto ist erhalten geblieben. Die Pauline ist gestorben im vierten Lebensjahr, geboren 21. März 1905, gestorben 22. Jänner 1909. Das Foto ist jetzt über 100 Jahre alt. Das dürfte der Vater gewesen sein. Von der Pauline. Immer wieder entdecken wir was. Es wird schon langsam schon finster. Auch ein umgestürztes gusseisernes Kreuz. Da ist noch die Tafel unten. Vielleicht sind wir die Letzten, was das filmen. Da besuchen wir jetzt das Grab. Rechtwurz ist momentan nicht mehr benannt. Das Grab von Opernsänger Gustav Strobel. Gesungen an der Wiener Staatsoper. Gestorben 1944. Grabstein ist umgelegt worden, dass er nicht runterfällt. Da sieht man auch noch eine Grabplatte. Gustav Strobel, Opernsänger. Grottendickicht entrissen. Das Kindergrab da. Uralt. Die heilige Familie nun gusseisern. Das wird Licht. Der Jesus ist da komplett schon eingewachsen. Er wird Natur. Grüne Gross.
Jesus im Baum. Risch hineinschauen. Wer da wohl begraben liegt. Aber man weiß nicht mehr. Ja, der Anker da ist interessant, gell? Fragen über Fragen. Da am historischen Friedhof in Bisting. Und ich glaube, da unten hast du ja Grabplatten entdeckt. Ja, die ist eh schon runtergefallen, aber... Was steht da? Von der Rosa Grasl, 1925 bis 1959. War noch gar nicht so alt, gell? Ja, 34 Jahre. Weiß noch wo. Aber nachdem noch Kerzen da stehen, müssen sie sogar noch eine Wirtschaft vorhanden sein. War das interessant, die Hintergründe zu erfahren. Umschlungen mit dichten Ranken. Ah, da ist drinnen. Ja, gewaltig. Schau, da steht auch ein Kugel davor. Wunderschön. Ja. Schau dir das an. Ja, das ist direkt schon, wenn man das Oberreißer, gell? Aber andererseits, dann sieht man es nicht mehr. Was der Efei, hoppala, für Kraft hat. Das ganze Dalt an einem Novembertag 2020. Es ist wirklich, wie wenn es die Grabsteine wüssten. Im Sommer sind sie komplett verwachsen. Und zum Fest aller Heiligen, aller Seelen tauchen sie aus dem Dickicht auf. Man kann sie besuchen. Der Zahn der Zeit, Vergänglichkeit, verwitterter Sandstein. Ja, und da beenden wir jetzt unseren Rundgang bei den ehrwürdigen, schönen, alten Grabstätten, da am alten Friedhof zu Bisting. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an den Günther Neubauer, der, was mich da unterstützt hat, mit Wissen, Rat und Tat. Günther, danke. Gern geschehen. Da reinschauen, ja. Und das hat mich gefreut, dass wir ein bisschen was Vergessenes wieder aufstöbern haben können. Und euch, liebes Publikum, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Woanders werden die Gräber die meisten schon aufgelassen worden und für neue Platz gemacht. Da hat sich das erhalten. Und ich hoffe, dass es noch lange erhalten bleibt. Da am Friedhof in Bisting, im Biedermeiertal.